Moin Moin aus dem Miniaturwunderland zur letzten Folge Bella Italia. Ein bisschen Wehmut, aber ehrlich gesagt auch ganz große Freude, denn unser Venedig ist fertig. Und Tobi, als Leiter dieses Projektes, wie fühlst du dich? Ich bin entlastet und total stolz, dass wir so einen geilen Abschnitt gebaut haben. War es Druck? Zwischenzeitlich war es auch ein bisschen Druck, natürlich. Aber es gab auch Phasen, da konnte man das schon so ein bisschen genießen, aber man war doch angespannt. Das war für mich ja das erste Mal in der Größe, da hat man natürlich eine Grundanspannung. Ja, ich glaube, aber diesen Druck braucht man, sonst würde es nicht so gigantisch werden, wenn man sich das mal anschaut. Wir haben ja am Anfang so gesagt, Kunstästhetik, so dieses typische Venedig, das soll es werden. Als diese Aufgabe im Raum stand, was hast du für dich persönlich gedacht? Was soll das werden? Ich wollte das mit Farben umsetzen. Damit kann man, glaube ich, ganz viel Emotion erzeugen mit den Fassadenfarben und der Hintergrundbemalung, die wir hier haben. Dass wir da gucken, dass wir wirklich ein Gemälde zeichnen und nicht so akkurat auf Architektur eingehen, sondern wirklich gucken, dass das Gesamte nachher so ein Gemälde ist, in das man sich reinversetzt fühlt. Nun ist es ja wirklich so, dass jetzt nach so fast 2 Jahren Bauzeit man fast zu jedem Gebäude irgendeine Geschichte hat. Könntest du wahrscheinlich ein Buch drüber schreiben, oder? Wir haben uns schon intensiv mit den Gebäuden befasst, also mit den markanten hier, dem Markusplatz, mit den Prokuratien, der Basilika, aber auch mit dem Palazzo Franchetti zum Beispiel, oder hinten der Gondelbauer, der meines Wissens nach der letzte in Venedig ist, der tatsächlich noch Gondeln baut. Da hat man natürlich eine Bindung zu und erfährt auch so Kleinigkeiten. Zum Beispiel hier vorne haben wir einen Knopfdrücker untergebracht, wo die Regaldomino. Das ist ein bisschen an Anlehnung, weil wir hier in dem Gebäude daneben eigentlich die Nationalbibliothek haben zum Beispiel. Und man erfährt natürlich immer was, man liest sich da rein und findet so ein paar Storys raus, die dann auch interessant sind und guckt, dass man da die auch darstellen kann. Mussten wir wie immer wieder ganz viele Storys streichen, die nicht verwirklicht werden konnten? Wir haben schon viel weggestrichen, gerade von den Knopfdrückern. Da sind wenn wir so einen Bauabschnitt starten, haben wir nämlich so eine Liste, was wir alles verwirklichen wollen. Und am Ende stellt man meistens fest, nicht mal die Hälfte ist drauf. Wir kommen meistens aus Platzgründen. Also ich sage, es ist wirklich unser Meisterstück. Und als nächstes wollen wir mal schauen, was uns Michel zur Basilika di San Marco zu sagen hat. Die Basilika di San Marco oder der Markusdom ist ja nun eigentlich das Aushängeschild von Venedig. Michel, ja, war das Team eifersüchtig, als du die Aufgabe gekriegt hast? Eifersüchtig glaube ich nicht, nee. Das ist ja auch relativ anspruchsvoll. Ne? Man muss dann ja auch genügen und das muss ja stimmen, dieses Bild. Das kennen die Leute, die wissen genau, wie es aussieht. Da muss man halt genau on point arbeiten. Und deswegen hat man dich ausgewählt? Nein, ich denke schon, ja. So wird es gewesen sein. Und wen können wir da nehmen? Michel ist der Mann. Und wenn man das Ding da baut, dann hat man ja gar keine Freiheiten mehr, oder? Wenn du jetzt die Kuppeln da plötzlich andersrum drehst, dann sieht das nicht ganz so gut aus. Ja, also so konstruktiv, so wie es ist, ist es halt. Da muss ich mich auch dran halten, aber so im Kleinen hat man dann natürlich irgendwie Platz für ein bisschen. Aber als Modellbauer will man das halt auch. Eigentlich will man sich austoben, man will verdeckte Gags einbauen und so. Ja. Gut, weil man muss dieses Bild transportieren, was die Leute haben davon, das ist ganz wichtig, ja, und irgendwie die Lichtstimmung auch einfangen, die wir hier festhalten wollten zu einem bestimmten Tageszeitpunkt. Aber diese Spielerei, so, du siehst ja, was los ist, da kann man sich austoben, wie man lustig ist. Und als du sozusagen gehört hast, jetzt geht es mit Venedig los und ich darf die Basilika da bauen und noch andere Sachen, hast du ein Gefühl gehabt, was dir wichtig sein wird, wenn du Venedig mitbaust? An Venedig, was hast du für ein Bild gehabt und ist das so geworden? Also grundsätzlich hatten wir ja gesagt, das Motto ist so Romantik und wichtig sind halt diese kleinen Gassen und so dieses Tuschige, weißt du, dass man da sich selber so vorstellen kann, da passiert das und das oder ich könnte mir da selber eine Stimmung rein überlegen oder eine Szene rein überlegen. So, das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Ja, apropos Gassen, ich finde gerade das bemerkt man, wenn die Gäste hier jetzt stehen, es ist ja jetzt eröffnet, dass die so ganz tief häufig so reingucken und so. Und hast du schon Stimmen zu deiner Basilika bekommen von Gästen oder das mal belauscht? Es ist noch ein bisschen schwer, es ist immer relativ schwer hier ranzukommen, es ist immer super viel los. Und dann im Einzelnen dann noch mitzukriegen, was jemand Einzelnes sagt über dieses, genau dieses Bauwerk, ist halt super schwierig. Ja? Aber ich denke, dass wir noch kommen. So, es ist für mich auch immer ein bisschen schwierig, mich dann hier hinzudrängeln, wo ich ja eigentlich hier jeden Tag bin und genau weiß, was hier vor sich geht, und dann quasi den Platz wegzunehmen. Das mache ich nicht so gerne. Aber das wird sicherlich noch kommen. Also ich ganz persönlich finde ja den Blick von hier so sensationell und das ist mit der Basilika wirklich wahnsinnig gelungen, auch nachts, wenn sie so leuchtet. Das ist irre geworden. Apropos nachts, also wir machen jetzt mal ein paar Eindrücke und dann werden wir mal mit Kenny darüber sprechen, wie es zu der Beleuchtung kam, was wichtig war und wie viele Lichter hier eigentlich eingebaut sind. Hey!
Jenny, Beleuchtung ist ja wirklich eigentlich so die Königsdisziplin, weil hier stehen die Besucher nachts und sie träumen, sie staunen, sie lieben es vor allem nachts. Und das muss doch ein geiles Gefühl sein, wenn man dafür zuständig ist, oder? Ja, doch. Es macht zwar auch ganz viel Arbeit, aber das Ergebnis spricht ja für sich am Ende. Was anders in Venedig? Habt ihr was anderes überlegt als so in den anderen Abschnitten? War es eine andere Herausforderung? Grundsätzlich schon, weil Venedig ist ja eine Stadt, wenn du da mal gewesen bist, die ist sehr dunkel. Die ist extrem dunkel, sehr spärlich beleuchtet und das ist für uns natürlich eine mega Herausforderung gewesen, weil sonst machen wir das ja eigentlich eher so, dass wir alles extrem hell machen, wir machen sehr viel Licht rein und da die saubere Mischung hinzubekommen, ist natürlich hier jetzt ein bisschen schwierig gewesen, weil zum einen wollten wir natürlich den typischen Wunderland-Charakter von der Anlage beibehalten, zum anderen wollten wir aber auch die Venedig gerecht werden und wollten versuchen, es natürlich auch so realistisch wie möglich darzustellen vom Lichtbild her. Ja, wir standen tatsächlich beim ersten Test hier und wir hatten alle das Gefühl, ich auch, gebe ich ehrlich zu, dass es zu wenig Licht war. Dann hattest du mir auch Fotos gezeigt und so, ja, dass es eigentlich ziemlich dunkel ist, Venedig. Das denkt man immer gar nicht so als Touristenstandort und so. Ich finde, ihr habt einen super Kompromiss, wirklich einen absolut tollen Kompromiss. Ja. Sagst du es auch? Ja, absolut. Oder sagst du im Nachhinein, du hättest lieber weniger Licht gemacht, nee, weil es realistischer im, wäre? Im Endeffekt, sage ich mir ganz ehrlich, war doch ganz gut, dass der erste Lichttest halt fehlgeschlagen ist. Wir haben jetzt einen ganz einfachen Trick gemacht. Wir haben tatsächlich wieder mehr beleuchtet, ähnlich so, wie wir sonst in einem anderen Bauabschnitt auch beleuchten würden. Mit dem Unterschied, dass wir hier die einzelnen Lichter dunkler gehalten haben. Dadurch haben wir zwar trotzdem sehr viele Lichtpunkte, aber es strahlt jetzt nicht so wie im Vergleich jetzt Rom. Rom ist ja wirklich extrem hell. Ja. Das ist eine sehr helle Stadt, da ist sehr viel Leben drin. Auch in der Nacht, da ist ja nachts fast mehr los als am Tag. Und wenn man sich hier jetzt mal in den Gang stellt und sich in der Nacht beide Bauabschnitte, ja, also Rom und gegenüber Venedig mal anguckt, dann finde ich, sieht man diesen Unterschied ganz deutlich. Und das war uns geworden wichtig. Du sprichst immer von wir. Wie viel seid ihr gewesen beim Beleuchten? Beim Beleuchten haben wir etwa 10, 12 Leute haben da dran mitgewirkt und mitgearbeitet. Und an so einem durchschnittlichen kleinen Haus, wie lange braucht man dafür? Hast du ein Gefühl? Also an so einem Gebäude wie hier vorne jetzt zum Beispiel, da sitzt man so 2 Tage dran. Es ist der blanke Wahnsinn, wie viel Zeit in die Beleuchtung reinfließt und wie schön das in der Nachtstimmung geworden ist. Das zeigen wir euch jetzt in ein paar wunderschönen Bildern und danach schnacken wir ein bisschen mit Felix. Für mich ist Wasser so eine Art Abschluss. Das macht das Gesicht des Abschnittes aus. Also ich weiß, 1,5 Monate ist es her, da war das Wasser noch nicht gemacht und da war das noch viel trister. Ist es für dich ähnlich gewesen? Ja, definitiv. Also nachdem wir das Wasser dann fertig gemacht hatten, ist bei mir richtig viel Anspannung auch abgefallen, irgendwie, weil ich mir dachte, boah, jetzt haben wir endlich den Schritt geschafft und man sieht wieder mal was richtig. Apropos, ne? Anspannung, es war ja so ein bisschen ein Weg dahin, so meine Lieblingsfarbe hinzukriegen. Ich bin ja öfter dann etwas kritisch gewesen und habe gesagt, das muss noch mehr kitschiger werden. Mhm. Du hattest ja eigentlich jetzt sehr realistisch gemacht, wenn man sich die Bilder anschaut. Fandst du es irgendwie scheiße, dass ich dann so doch in diese Kitschrichtung wollte oder war es ein Weg, wo du sagst im Nachhinein, und das ist die ehrliche Antwort, nicht weil die Kamera okay an ist. Nee, ich bin schon zufrieden jetzt mit dem, so wie es geworden ist. Also ich finde, wir haben das eigentlich ganz gut geregelt, dass wir sagen, okay, ja, die großen Wasserflächen sind ein bisschen kitschiger, haben mehr dieses Klischee, was man vielleicht im Kopf hat. Und in den Seiten, in den kleinen Seitenarmen und so, da haben wir ja immer noch das brackige Wasser. Ich bin nämlich wirklich absoluter Kitschfanatiker und dazu kommt wirklich, dass der Besucher manchmal ein anderes Bild von irgendwas hat, als es in der Realität ist. Das beste Beispiel ist immer unser Grand Canyon, den hatten wir in einer ganz realistischen Farbe dargestellt. Und die ersten Besucher, die es gesehen haben, haben gesagt, das ist doch nicht der Grand Canyon, der muss viel knalliger rot
Leuchten von den Sonnenuntergängen. Und dann haben wir ihn eigentlich so gemalt, wie er in der Realität gar nicht ist. Aber die Besucher sagen, toll, der sieht echt aus. Mhm. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass es bei der Entstehung des Wassers ähnlich war. Das stimmt auf jeden Fall. Oder hast du eigentlich Kopfschmerzen von dem Zeug gekriegt? Das stank so bestialisch. Ihr hattet zwar Masken auf, aber das war doch eklig, oder? Also ich habe mehr geschwitzt, weil wir so dick eingepackt waren davon. Und wenn man sich das so anschaut, hier diese ganzen Wellen, das war ja nur ein ganz kurzer Zeitraum, ja. Seid ihr eigentlich fertig geworden? Wir haben es geschafft. Oder war es knapp am Ende? Na, wir waren ja 8 Leute, ne? Also dann kannst du dir ja dann so ausrechnen, da stand alle, jeden Meter stand einer. Und da haben wir es wirklich gut geschafft und ich finde auch, dass es uns gut gelungen. Und jetzt ist es fertig. Wirst du es vermissen, unser Venedig? Ehrlich gesagt, nicht so richtig. Nicht? Es war super spannend, den Bauabschnitt so mitzuerleben und auch mitzubauen. Aber ich vermisse ein bisschen das Gipsen und Felsen machen und so. Ich habe gerade schon einen Scheck gekriegt. Nein, ja, das wer es nicht mitgekriegt hat, Felix hat im alten Italienabschnitt, für uns ja schon 2 Jahre alt, ganz, ganz viele tolle Berge gebaut. Aber jetzt kommt Monaco. Ganz so viel Landschaft gibt es ja auch nicht, oder? Ja, aber eine Steilküste und auf die freue ich mich schon. Na gut. Also, das war der Abschluss. Bella Italia 29. Die letzte Folge ist zu Ende. Ja, jetzt kommt Monaco. Wir müssen mal schauen, ob wir ein ähnliches Format auch für Monaco machen. Ich gehe mal davon aus. Ich hoffe, ihr bleibt uns bis dahin treu. Hattet viel Spaß bei Bella Italia. Macht's gut. Bis dann. Ciao.